Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und Salam, liebe Nicht-Muslime. Ist es wert, über die Illuminaten zu sprechen? Nein. Nein, ist es nicht. Natürlich Anti-Illuminati. Aber was sind denn die Illuminatis? Es soll eine Verschwörungsgruppe sein, die die Weltherrschaft möchte. Ich kenne keine Regierung und keinen König, der nicht die Welt erobern möchte. Manche wollen das Gute und manche wollen das Böse. So ist es nun mal. Und ob es diese Illus nun mal gibt oder nicht, das ist voll egal. Wisst ihr warum? Weil wir sowieso abhängig sind von ihrem Strom, beziehungsweise wir ziehen unseren Strom von ihnen. Wir kriegen unser Geld von ihnen. Wir zahlen Steuern an ihnen. Wir machen dies und wir machen das. Das ist die Wahrheit. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, ich war damals auch in dieser Phase gefangen. Und liebe Nicht-Muslime, ich war sehr gefangen. Für mich war einfach alles Illuminati. Für mich war einfach nur noch alles gespielt. Jedoch ist das wirklich falsch. Und dieses Thema bringt uns von der Religion weg. Was bringt dir, Bruder oder Schwester, dieses Thema? Ich meine, willst du damit die Welt retten, wenn du darüber recherchierst und die ganze Zeit irgendwie Theorien hinterher rennst? Wo du doch die Fakten hast? Wo du doch weißt, dass die Kuffar, und ich sag nicht alle, aber ich sag die meisten Kuffar, dich bekämpfen werden und das auch tun, ob es nun Illuminati gibt oder nicht. Der Islam wurde immer bekämpft und das ist die Sache. Wenn du den Islam nutzen möchtest, dann lerne deine Religion und kämpf mit deiner Zunge. Kämpf mit deiner Zunge. Ob diese Leute das Gute für uns wollen? Sicherlich nicht. Aber ob es die jetzt gibt als Illu oder als weiß was ich, welche Gruppe, das ist egal. Diese Leute wollen nichts Gutes, weder für uns noch für andere. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, kämpft für eure Religion, für Allah Azawajal und lernt eure Religion und hört auf, solchen Theorien nachzueifern, wo ihr doch die klaren Beweise habt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und Salam, liebe Nicht-Muslime.